Moin Leute, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge mit unserem Osmanischen Reich. So, mir sind ja gute Dinge. Mal gucken, wann die Koreaner und Mandschurei da Feierabend machen. Bin schon mal gespannt. Wir haben noch ein bisschen Überdehnung. Ist okay. Die Katastrophe ist immerhin weg. Weil die so eine Risikorunde gesetzt haben. Ein wenig. Ansonsten. Russland ist auch gerade noch ein bisschen im Krieg. Ich überlege, ob ich jetzt schon hier hinten angreifen soll. Ich würde ja gerne noch mal die eine Armee kurz aufrüsten. Dann gucken wir mal. So, können wir noch was upgraden? Das sind noch Schiffe. Die man aufrüsten kann. Machen wir das mal. Was mit euch? Ihr dürft wohl schon fahren. Das passt schon. Okay. Und die hier dürfen auch schon fahren, damit wir mehr Geld verdienen. 157 ist ja nicht schlecht. Aber das geht noch ein bisschen höher. Mal sehen. Schauen. So, können wir noch ein paar von denen bauen? Was für den Handel tun. Das kann nicht schaden, würde ich mal behaupten. Ne? So, hier müssen wir jetzt weiter belagern, okay. So, da haben wir jetzt mal ein bisschen geholfen. Na, komm her. Können wir dich rausnehmen? Nehmen wir dich mal raus und setzen dich mal hier rein. Dahin, bis dahin. Okay. Und wird auch schon belagert. So, das hier unten ist durch. Befreien wir die mal. Oh, wo sind die Rebellen hin? Habe ich die schon erledigt? Ah, okay. Das ist gut. Gut zu wissen. Ne? Es ist noch so viel Korn, ey, aber die mit 0 AE, AE sag ich schon, Überdehnung, die können wir ruhig lassen. Die sind erstmal unwichtig. Das können wir doch mal bei Gelegenheit machen. Gelegentlich. Gelegentlich bei Gelegenheit. So, tun wir hier üben das Kram besitzen. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, wann die hier Frieden machen. Ne? Wäre mal ganz nett zu wissen. Mehr Kämpfer, yay! Ich bin begeistert. Ganzen Kleinkram hier. Oh, könnte sein, dass sie uns gleich angreifen wollen, ne? Komm, wir ziehen es mal zurück. Ist mir dann doch ein bisschen so riskant. Will ich mal behaupten. So viele Rebellen hier. Man wird das hier annektiert. 1701, okay. Das ist akzeptabel. So, mit Preußen würde ich gerne mal vassalisieren. Das wäre super. Weil die haben, glaube ich, eine starke Dingens hier für ihre Armee. Russische Monarchie, genau. Könnte sehr stark sein, müssen wir mal schauen. Dings gewonnen. Sehr schön.
Hier noch eine Festung irgendwo? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Ja, und er teilt sich auf. Würde ich mal sagen. So. Alles schön belagern. So gefällt mir das. Aber hier hinten steht keine Armee rum. Das wäre sehr unpraktisch. So eine Geise. Ja, ist ein bisschen ungünstig jetzt. Dass die da jetzt rumstehen. Schotten wieder. Mann, Mann, Mann. Ne? So. Schaut's denn hier aus? Fett am Belagerung. Ah, da oben ist gar keiner drin. Okay. Die haben Frieden gemacht. Sehr schön. Was haben sie denn genommen? Schenkung, Schenkung, Frieden. So, Ming, an Korea, tritt bla 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 an Mandschurei. Hierbei wird geplündert. Mhm. Provinzen abgedreht. Ming beendet Vassalisierung. Oh, das ist gut. Denke ich. Können wir Ryuko uns schnappen? Finde ich gut, jetzt haben sie keine Vasallen mehr hier. Ja? Das tut weh. Aber irgendwie kam kein Rebell. Ne? Wow. Noch ein Anführer? Nee, okay, dann gehen wir da rein. Hilf. Kommst du da nicht weg? Jetzt? Okay. Dann halt nicht, ne? Okay. Wie schaut es denn jetzt mit Rebellen aus eigentlich? Da kommt auch keiner, ne? Mann, Mann, Mann. Die haben keinen Bock. Habe ich das Gefühl. So, gehen wir mal darüber. Hm? Kommt da wieder Rebellen? Ist ja nervig. Ah, gut, dass wir hier noch eine Armee haben. Haben wir ja nochmal Glück gehabt. Ah, okay, Moment. So, Regeneration der Rekruten. Das ist ja, na, endlich habe ich das mal. Das hat ja nicht lang genug gedauert, gefühlt. Jetzt sollte das ja alles ein bisschen schneller aufgefüllt werden. Gott sei Dank, das hätte ich schon viel früher machen sollen. Mann, Mann, Mann. Ist schlimm. So. Hier noch ein bisschen die Vasallen konvertieren, würde ich sagen. Die haben es bitter nötig. Was ist denn hier hinten? Das sind 10.000, die da rumlatschen, okay. Guck
kommst du an einem 25. Wollen wir dir Gewaltmarsch geben? Am 27. Ja, das passt. Denke ich. So hat Google den Krieg erklärt. Ist okay. Wenn wir sagen, ihr lauft jetzt alle mal da hoch. Damit wir uns da mal sammeln ein bisschen. Wie das vorwärts geht. Ah, das sind wir durch. Dann auf nach Beijing endlich mal. Pause. Ach, diese Rebellen hier immer sehr schlimm. Also sollen sie jetzt hoffentlich mal alleine hinkriegen. Okay. So, die haben wir erwischt, hoffentlich. Boah, wir werden das jetzt nicht hier verlieren, oder? Ui, die sind ja auch ziemlich stark, sehe ich gerade. Wir haben mehr Kanönchen, also soll das normalerweise funktionieren. Wir verlieren da nicht gerade die Schlacht, oder? Das darf nicht wahr sein. Ja, so ein Mist. Oh, das ist aber sehr unschön. Das ist ja unpraktisch. Na, ah, die haben eine höhere Militärtaktik, deswegen. Autsch. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ah, die haben noch Kampfstärke für die Artillerie drin. Okay, das kann dann schon mal reinhauen. Au. Das habe ich jetzt so nicht erwartet. Na gut, dann müssen wir die doch mal zusammenhalten hier. Nicht, dass das hier nach hinten losgeht dann. Mann, Mann, Mann. Hier kommt auch mal da hoch. Der kommt nicht raus. Wo laufen die jetzt hin? Darunter, okay, das geht. Ah, Mann. Die mit ihren Rebellen da, ey. So, da haben wir gewonnen. Das ist aber ganz schlecht da drin. Das ist besser. Da fehlt noch einer. Oh. Wo ist ein Litauenkrieger? Okay. Ah, das ist schlecht. Jetzt rennt die da genau rein. Na super. Ah, der läuft auch rein. Okay. Es soll da eine stabile Regierung geben. Ist okay. Okay, jetzt kommen die ersten Rebellen. Na schön. So und so mal machen, ne? Was ist das schon wieder? Die Alutia mal wieder. Ihr nervt langsam. So. Mexika ist auch so ein kleines Problemchen. Hier noch was machen? Migration verstärken. Gegenstand mit minus 25, das ist aber nicht sehr schön. Ja,
Einberufung erhöhen, was? Ach, das Einheitenlimit bei mir erhöhen. Ich glaube, da haben wir erstmal genug. Das soll nicht das Problem sein bei uns. Würde ich mal behaupten. Die Rebellen können jetzt ruhig hier ein bisschen wüten, aber ich hätte nichts dagegen. Das ist auch noch eine Festung, ne? Chinesische Mauer hier sogar. Irgendwas Interessantes? Nee, ne, nicht wirklich. In einer Provinz ist die. Die sollte eigentlich in allen Provinzen sein hier oben, ne? Sollte man meinen. Ist ja auch keine chinesische Mauer. Finde ich etwas schade. Aber nun gut. Es war einmal zu viel, warte mal. Das teilen wir gerade nochmal neu auf. Das erstmal so. Als Mexiko hat ja echt Probleme, ne? Der Wahnsinn. Okay. Ihr zwei kommt mal darüber und erledigt die mal kurz. Ah, du machst mir Sorgen. Und schön. Dürfen wir die aufteilen, ne? Mann, Mann, Mann. Aus. Den schließen wir zusammen. So, wir haben den 47.000. Reicht das? Also theoretisch sollte das ja sogar reichen, ne? Aber praktisch schwierig. Ich muss es eigentlich riskieren fast. Gehen wir dahin. So. Schaut es nie aus. So, Beijing ist gefallen. Wunderbar. Plötzlich besetzt. Diese Brennen können auch langsam mal echt kommen hier. Das ist ja nervig. Da kommen wir so weg. Das ist auch sehr nervig. Da setzen wir mal einen General rein. Riskieren. Wir haben echt keine Kanonen hier, ne? Das muss doch reichen.
sind das hier? Lichter Wald, ne? Wald ist nicht so toll. Das muss man auch mal sagen. Die können wir rausnehmen. Oh nein, ich bin Nationalist. Sehr unschön. Haben wir noch eine Armee rumstehen? Natürlich nicht. Was? Neufundland? Moment. Ach, ist neu entstanden. Ich verstehe. So, ich hau's denn aus. Schaffen wir das? Militärzugang, bitteschön. Unten ist alles besetzt. Wunderbar. Dann geh doch mal da hoch und setz mir da noch ein bisschen. So, mal gucken, wie der Krieg so läuft. Die Schlacht. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt haut er doch mal da auf den Latz. Kann ja so schwer sein. Ich krieg noch mal die Krise. Gibt's doch nicht. Wieso schaffen die es nicht? Ich sollte eigentlich meinen, man hat die besseren Truppen, ne? Echt schlimm. Okay. Ah, das Ding ist besetzt. Sehr gut. Auf zur nächsten Festung. Du gehst mal da hoch. Wenn man sich mal wieder ein bisschen sammeln kann hier. Sind hier oben damit? Das hat noch keiner genommen, okay. Schade. So, die sind auch erledigt. Wo wollen wir hin? Darüber. Okay, dann geh du auch mal dahin. Beziehungsweise, er kann mal hier runtergehen, das Zeug befreien. Das wäre vielleicht nicht schlecht. So, und ihr kommt mal hier hoch. Ui. Da hat gleich jemand was zu tun. Wie mir scheint. Welche Schiffe fahren? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Die hier, ne? Okay, nee, du sollst eigentlich hier bleiben. Hier wäre mir lieber. Machen wir das mal so. Okay. Ah, schon wieder irgendwelche Rebellen da. So. Genau, verzieht euch mal hier. Ich gerne noch ein bisschen besetzen. So, so, so.
Und so. Russland nervt mich gerade ein bisschen. Ich muss da mal ordentlich draufhauen. Glaube ich. Sunda ist beendet, okay. Kriegische Nationalisten. Uiuiui. Bloß ihr habt hier gegen die Dinges verloren. Okay. Was ist das? Männliche Invasion. Oha. Okay. Bin mal gespannt. So, ihr erholt euch ein bisschen hier. Oh, der Dingsfrieden ist auch bald mit Frankreich und so, ne? Da müssen wir auch aufpassen. So. Gleich komplett besetzt hier. Ein paar mehr Rebellen, bitte. So. Ah, da sind die Dings besiegt. Oh, da haben wir einen Haufen Truppen verloren. Eieiei. Gar nicht schön. Bist du näher dran? Bist näher dran. Schön, schön. Ah, da ist die Festung durch. Sehr schön. So, wieder neu sammeln. So, kommen die nächsten. Hier unten. Geht der so ohne mich hin? Ja, sollte eigentlich. Normalerweise. Normalerweise. Oh, nerv. Das ist nervig. Ah, okay, die haben die schon selber besiegt hier unten. Muss ich das schon mal nicht mehr machen? Das ist gut. Das schauen wir nochmal kurz. Dezember 98. Okay, ist bald. Dann geht's wieder rund hier in Europa. Nee, bleib mal hier. Ist mir zu riskant. Ah, oh, ja genau. So tun die sich die Belagerung natürlich, ne?
Können wir dich da abfangen? Nee, komm. Das ist mir zu riskant gerade. Das muss nicht sein. So, wie schaut's denn hier aus? Mal auch gleich durch. Die Rebellen sind noch ganz schön wenig hier. Du, da habe ich mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Schauen wir mal. Ne? Plündern, Kriegsoperation. Kriegsoperation wäre nicht schlecht, ne? Was hast du so an Geld? 4000? Not schlecht. So vielleicht? Haben wir dann direkten Zugang hier zu, wer ist das? Mandschurei? Könnten wir die dann so direkt machen? Vielleicht? So? Wäre eine Idee? Wen hast du nur noch als Tributstaat? Kein weiter. Tondo, Tibet, Kachadel. Okay. Und hier die Indonesien schnappen, ne? Sehe ich gerade. Das wäre super. Müssten aber noch ein bisschen vielleicht warten, bis es hier ein bisschen runtergeht. Mal gucken. Wir können auch ein bisschen Rebellen spawnen lassen. So ist das ja nicht. Jetzt irgendwie an Truppen, kann das sein? Sieht ein bisschen wenig aus. Mein Geschmack. So, hier belagern wir noch hier drüben. Ihr sammelt euch da. Okay. Gut. Hier drüben. Gerade mal befreien. Das passt. Der will ein Endlager da mal. So, das da machen. Der hier ist ein bisschen im Arsch, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, hier. Die blöden Dingens haben sich auch ganz schön breit gemacht. Okay. Immer noch ein General zufällig gerade. Da. Ich werde mal kurz um die Leute kümmern. Aha. Oh, ist das unschön hier. So. Oh, wir könnten gleich Tondo angreifen, ne? Eigentlich. Ach, wir haben Waffenruhe. Verdammt. Ist aber auch gleich zu Ende. Und das sind die nächsten Rebellen. Sehr schön. Beschädigter Ruf, das ist auch nicht schön. Das gefällt mir gar nicht. So, gut. Ich würde mal sagen, machen wir erstmal Schluss wieder für heute. Ich danke wieder fürs Zuschauen. Gerne ein Abo und ein Like da lassen, ne? Wisst ihr ja Bescheid. Ansonsten, mal gucken. Ob wir dann vielleicht das nächste Mal Preußen vielleicht vassalisieren könnten. Das fände ich noch ganz gut.
Wir müssen eigentlich noch mehr annektieren, ne? Eigentlich. Aludien vielleicht, die machen ein bisschen Ärger. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Die haben nämlich viel zu viel Preis bestreben. Wenn ich das so richtig sehe. Ja, durch die blöde Konvertierung. Können sie natürlich das auch jetzt machen lassen. Falls sie es machen. Weiß ich nicht. Im Grunde kann es mir auch egal sein. Gut. Aber jetzt wirklich. Schluss für heute. Ciao, ciao.